So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder beim FM und wir sind wieder mit dabei. Im Spiel gegen Mainz geht's jetzt. Aber viele Spiele sind da nicht mehr und wir hoffen, wir gewinnen hier gegen Mainz. Das Problem, ja, die 2-3 Klatsche gegen Inter war natürlich jetzt nicht so schön. Da können wir jetzt aber auch nichts machen, so richtig. Wir gehen mal in die Teamdynamik. Ha, schöne Musik im Hintergrund. Ah, ich finde das mit Musik viel schöner. Wenn die Musik wieder raus ist, weil ich irgendwelche Lizenzprobleme habe, obwohl es eigentlich lizenzfreie Musik ist und ich mich mit jedem geeinigt habe, schriftlich sogar nochmal. Ja, hoffe ich doch trotzdem mal, dass das dann hier alles hinhaut, ne? Dass das alles seinen sozialistischen Gang geht. Aber er wird schon schief gehen. Hier, na endlich kann ich immer wieder loben. Den Arnie-Ding, mit dem konnte ich auch lange nicht mehr gut reden. Gut, dass ich es jetzt kann, so Jelle. Hast gut trainiert. Kirchhoff. Ja, dem sagen wir garantiert nicht mehr, dass er in Topform sein soll. Ikicic, will nochmal sagen, er hat gut trainiert. Dann müssen wir mal in die zweite Mannschaft gucken, was da los ist. Da ist Jan Gebhardt gesperrt, okay. Kommt Schopenhauer in die erste Mannschaft. Ja, Mankilo, ne, der ist ja auch in einer bestechenden Form. Den müsstest du eigentlich... Eigentlich müsstest du den auch mal loben, ne? Müsstest den auch mal hochholen in die erste Mannschaft. Genau wie Tribul vielleicht. Ich bin ja fast geneigt, den Tribul mal hochzuholen, ne? Aber ach, lassen wir das. Gehen wir mal die Scouts angucken, was die so tun. Na, ein bisschen was haben wir. Haben wir den Bernardo Ferry. Das ist natürlich so ein bisschen an der Grenze, ne? Mit der Stärke her, da musste 56, da müsste er schon noch eine ganze Menge lernen. Und ich glaube, mit seinem Talent wird das nichts mehr. Wir haben das gleiche Spiel, viel zu alt schon dafür. Er ist 18 Jahre, ne? Guck mal kurz in die Spielerinfo, wann er Geburtstag hat. Im März hat der gute Mann Geburtstag, der war ja nun schon. Der wäre vielleicht noch eine Option als Linksverteidiger, den müsstest du denn verleihen? Hm. Ja, ist nicht einfach. Ich denke mal eher nicht. Können ja hier mal die Stärkefilter ein bisschen höher setzen. So, also 60 würde ich dann ganz gerne schon mal sehen. 21 erst, aber ist auch nicht so, dass das, ne? Was haben wir hier? Da ist dieser Rani Khedira. Wir können ja mal uns die Nationalmannschaften angucken, und zwar die U21-Nationalmannschaften. Die Frage ist nur, wo machen wir das ganz schnell? Wo machen wir das ganz schnell? Wo kriegen wir das ganz schnell mal hin? Da, Nationalmannschaften. Aha, hier. Gucken wir mal U19-Nationalmannschaften. Hier haben wir Deutschland. Hey, müssten wir auch mal ein bisschen scouten, ne? Da wissen wir auch ein bisschen wenig nur über die Leute. Hier, den Stücker hier, den kennen wir schon. Den haben wir sogar auf 10. Der könnte auch rechts außen spielen. Ist aber auch schon 2 Millionen wert, ne? Ja, das ist ein bisschen teuer schon. Dann haben wir hier Sören Kunkel. Baut das Spiel auf. 18 Jahre. Hat aber noch Geburtstag, also ist eigentlich schon 19 Jahre, ne? Nicht so. Oh, guck mal hier, unser Torwart ist sogar auch dabei. Das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Ja, und der Rest ist so lala, ne? Nur 21, wen haben wir da so? Timo Horn. Wie alt ist denn der Team? Oh, guckt euch mal den Wert an, ne? 8,5 Millionen schon. Ups. Den kannst du natürlich auch knicken. Den holst du nicht mehr nach Bremen. André Filzer. Florian Hartherz. Der gehört ja bald wieder uns. Oh, guckt euch mal den hier an. Danny da Costa. Gehört Bayer Leverkusen. Puh. Der ist ja mal, nicht so günstig, ne? Emre Can, ja, der geht steil. Der kostet 8,1 Millionen, den kaufen wir auch nicht mehr. Tja, den Dukci vielleicht noch. Das wäre ja noch so eine Überlegung wert. Der 3,5 Millionen kostet der. Können wir auf jeden Fall mal ins Blickfeld aufnehmen. Dann können wir ja mal gucken. Wir haben ja Scouts in Spanien. Gucken wir uns mal die Spanische an. Gucken, ob wir darüber ein paar mehr Informationen haben. Spanien.
Ja, guck mal hier, Spanien ist uns wohl bekannt, ne? Abraham. Was wissen wir denn da über den U19-Nationalmannschaften? Terrassa. Geht steil, mediengewandt und nervenstark. Na, dem mangelt es wahrscheinlich so ein bisschen noch am Torriecher, ne? Naja, 76 kannst du jetzt auch nicht Mangel nennen. Arm. 2,2 Millionen? Boah, es ist natürlich auch eine... Ja gut, die Form ist jetzt auch nicht so prickelnd. 18 Jahre jung? Mal sehen, wie das so aussieht. Puh, also der Verein will den eher nicht loswerden. Wir könnten ihn ja direkt wieder mal wieder verleihen. Für ein Jahr. Na, guck mal, da müssten wir schon 3 Millionen zahlen. Machen wir mal so das Angebot. Vielleicht, na, vielleicht können wir uns ja irgendwie einigen. Mal gucken. Und so ist unser ganzes Transferbudget schon wieder weg, ne? Bevor es überhaupt losgegangen ist mit der Saison. Das wäre ja natürlich auch nicht so im Sinne des Betrachters, des Erfinders, whatever. So. Spielinfo, Gepard. Oh, guck mal hier, der hat hier bald sein Ab. Ach, das wird schön mit Gepard. Das wird richtig schön, ne? Mal sehen, was wir mit dem machen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein hier in den Textmodus. Machen wir hier Textmodus und... Ja, Rinder ins Game. Was nehmen wir denn? Ja, wir müssen heute gewinnen. Wir müssen sie heute auch mal ein bisschen unter Druck setzen, ein bisschen in die Pflicht nehmen. So, los geht das Ganze. Und meins hier mit dem besseren Start, ne? Man musste Militz direkt mal eingreifen. Und den Rechtsverteidiger könnten wir mal ins Team holen. Da bin ich mal für. So als Belohnung. Aus der zweiten meine ich jetzt. Pfosten kommt, dann schrauben wir zum Abschluss. Heinz Müller taucht hinab. Kann die Kugel nicht festhalten. Sokratis klärt damit Glück vor Rakitic zur Ecke. Die Ecke, 8. Minute. Tor! 8. Minute! 1-0 Werder. Ja, das nenne ich mal Blitzstart. Jan Kirchhoff, 6. Saisontor. Kannst du auch nicht meckern, ne? 6 Saisontore als Innenverteidiger. Rakitic bringt die Ecke hoch vors Tor. Kirchhoff aus 5 Metern. Sokratis nicht ernsthaft mit hochgestiegen, ja. Der Sokratis, ne, der weiß halt, was gut für ihn ist. Und, im Endeffekt ist er nächstes Jahr wieder bei uns. Und, ne, da wird er sich schon überlegen, wo er mitgeht zu Kopfballduellen. Ach, der Militz, auch ein guter Spieler, ne, der Militz. Da kannst du, der ist auch steil gegangen. Da hätte ich auch nie im Leben mit gerechnet, dass der so gut wird. Und, wer auch gut ist, ist Mainz, ne. Also, die spielen hier richtig gut mit. Haben viele, viele Szenen. Jetzt auch wieder immer nur Mainz hier. Jan Kirchhoff kann sich aber durchsetzen hier. Der spielt auch eine richtig gute Anfangsphase. 15 Minuten gleich rum. Gucken, nach 20 Minuten gibt es so die ersten Noten. Da können wir mal gucken, wie es so aussieht. Ja, Defensive top. Aber Mainz? Ja, wir sind immer noch auf der Tribüne übrigens, ne? Wir sind nicht dabei. Wir haben immer noch unsere Sperre, wenn die wir absitzen müssen. Oh, Eugen Polanski hat Leistenprobleme. Muss schon raus. Wer kommt denn dafür? Rukawa. Was für ein Zungenbrecher. Ja, die mitgereisten Mainzer Fans, ne? Die pfeifen ihn aus. Kann man ihn wohl auch nachvollziehen. Ist ja ablösefrei nach Bremen gewechselt. Spielt jetzt hier eine richtig gute Saison. Und dann trifft er hier auch noch, ne? Gegen seinen Ex-Club. Da machst du ja auch nicht unbedingt mehr Freunde mit. Tor 2-0! Aus dem Nichts. Ja, da quatsche ich mir hier den Wolf, während Arnautovic das 2-0 markiert. Nach Vorlage von Rakitic. Boah, haben sie Mainz mal wieder kollektiv geschlafen da hinten. Aber wir haben sie in die Pflicht genommen und das scheint auch geholfen zu haben. Und die nächste Chance nochmal vor der Pause. Alles klar zu machen. Riesenchance und... Boah. Schlägt den Ball noch vor der Rukawica. Schlägt den Ball noch voller Linie weg. Schade. Eine Minute gibt's drauf. Dann können wir erstmal in die Halbzeit gehen. Können wir ein bisschen reden mit den Jungs. Herr Bargfrede holt sich dann noch eine gelbe. Ja, wegen Meckerns, ne? Da komme ich immer richtig gut drauf klar.
Dann können wir den alten Mann Fritz vielleicht nochmal einwechseln. So. Ich habe es gewusst, jetzt bringt den Sieg nach Hause. Ja, Kirchhoff können wir mal loben. Schmitz können wir loben. Macht ja auch hier einen super Job. Selassie loben wir mal. Man könnte eigentlich die komplette Defensive loben. Dann tun wir das auch mal, ne? Ja, und Pfosten motivieren wir noch ein bisschen. So, wer braucht denn hier so ein bisschen Frische? Zack, zack, zack. Stimmung im Team ist eigentlich noch gut. Können wir rausgehen in die zweite Halbzeit. Jetzt dürfen wir uns das Ganze nicht mehr nehmen lassen. Jetzt kommt der Altkapitän, kommt wieder rein. Clemens Fritz, der uns ja verlassen wird am Saisonende. Also ein bisschen wehtut mir das natürlich schon, der Fritz universal einsetzbar. Und Mainz hier, die kommen hier mal richtig gut aus der Pause. Adam Sorley, der zeigt hier erstmal, Leute, so nicht, ne? Also wir sind noch da, feiert man noch nicht so. Riesenchance hier, so. Ich würde sagen, um ein kleines Zeichen zu setzen, schicken wir unsere Bank mal ein bisschen laufen. Prödel holt sie auch nochmal Geld hier, also was ist denn da los, ne? Nicht so brutal, Jungs. Pfeifen wir uns hier gleich mal den ersten, pfeifen wir uns vielleicht mal den Donk hier rein gleich. Bevor sie hier noch Quatsch machen. Ja, Mainz kriegt hier nicht so wirklich was auf die Kette. Können wir mal in die Statistiken gucken. 55% Ballbesitz, ausverkauftes Haus. Was willst du mehr, ne? So, wir bringen mal Iggy für Lukas. Tolles Spiel gemacht. Und Memo würde ich gerne bringen für Hand. Ging das jetzt noch durch? Der ging auch noch durch. Dann haben wir nämlich auch schon unsere Wechsel durch. Und können dieses Spiel jetzt so ein bisschen mit nach Hause schieben, ne? Ich finde, du Idee kommt bei Mainz. Mainz Tabellen 9. Viel ist ja auch nicht mehr dran an dieser Saison. Mann, ist die kompliziert gestartet, ne? Wir erinnern uns. War ziemlich problematisch hier alles zum Start. Haben alles verloren quasi, was man verlieren konnte. Dann haben wir uns ein bisschen gefangen, ne? Dann wurde es besser. Ja, Bremen hat das Spiel im Griff. Spielt sie aber auch keine Chancen raus. Und jetzt in der 73. Minute Chance für Mainz nochmal, ne? Soller schickt Rukavica. Oder Rukajitskai. Und der Aufschub um und Ting. Aber hier an Militz, da kommst du auch nicht so einfach vorbei. Der Militz, der ist richtig gereift und der will noch mit zur EM. Oder WM. Das ist in 2014. Was war denn das letzte? 2012 war die WM, also EM, ne? Boah, 2-0 Vorsprung. Bremen spielt das hier mal richtig souverän. 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Aber hier scheint nichts anzubrennen. Ja, Schlusspfiff in einer eher durchwachsenen Partie mit wenig großartigen Strafraum 10. So, was haben wir denn hier? Bayern gewinnt 4-1, ne? Das ist natürlich auch wieder super. Ja, die Mannschaft ist perfekt. Hier machen wir eine extreme Strafe. Lassen die ein bisschen zahlen, ne? Also wir wollen hier, dass das nicht einbricht, ne? Dass mir hier die Disziplin weiter gut bleibt. Ja, aber das sieht gut aus hier, ne? Also da müsste jetzt schon einiges passieren, wenn wir das hier alles weghauen. Oh, Helden der Arbeit. 50. Pflichtspiel haben wir schon bestritten. Fleißig wie die Ameisen. So, was haben wir hier noch? Angebot abgegeben. Ja, Sondereinsatz. 135.000, 90.000. War gegen CFC nur unentschieden. Das sind ja auch unsere Leute, ne, die da spielen. Der Adel, ne, 04. Da war nicht so das Match, ne? Das kann anfragen, aber es war erfolgreich, denn deswegen wird uns ja eh verlassen. Scout-Berichte haben wir auch neue. Das soll uns jetzt alles mal nicht so interessieren. Jetzt geht's erstmal zurück in die nächste Woche und da wird es nochmal richtig heiß, ne? Da geht's jetzt ins Rückspiel. Vielleicht nochmal 5%. Okay, geben wir ihm nochmal einen Ligaspielbonus von... ...400.000 für...
Schauen wir mal, ob wir uns einigen. Ja, wir sind uns soweit einig geworden. Jetzt können wir mit ihm verhandeln. Klar, 5 Jahre. Du musst eine große Zukunft wirst du haben. So viel kann ich dir natürlich nicht zahlen. Ne? Ja, da wird auch bei den Prämien nicht viel gehen. Machen wir es mal so, ne? So, Ablöseakt. Boah, jetzt haben wir hier auch wieder 2 heftige Spiele. Schalke ist... was ist denn Schalke? Ach ne, hier können wir nur das Match verlegen. Schalke 5. Das riecht und ruft nach 3D-Spiel. Da werden wir uns aber noch entscheiden. Ja, Rakitic auch gesperrt hier für die Vorstellung. Ilian immer noch angeschlagen. Müssen wir uns vielleicht nochmal in der zweiten Mannschaft bedienen für das Spiel. Wen nehmen wir denn da mit? Nochmal, dann nehmen wir ihn nochmal mit. Aktionen in die erste Mannschaft verschieben fürs nächste Spiel. Und nehmen wir noch jemanden mit? Nehmen wir ihn ruhig mal mit, ne? Aktionen in die erste Mannschaft verschieben fürs nächste Spiel. Team erste Mannschaft. Zack. So, haben wir sie drin? Die müssten ja auch richtig gut drauf sein, ne? 52, ja, das sieht doch alles gut aus. Können wir dann nochmal gucken, ob sie dann noch zum Einsatz kommen werden. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.